Moin, ihr Sizzler da draußen. Tja, wir haben unseren Dopf verliehen. Unser lieben Freund Heiko. Herzliche Grüße an der Stelle. Und Heiko hat danach vergessen, diesen Dopf ordnungsgemäß zu reinigen. So richtig schön in die Pfanne gehauen. Nein, Quatsch. Und jetzt ist es so, der Rost hat angesetzt und wir müssen uns darum kümmern, dass man diesen Dopf freibrennt. Und wie man einen Dopf richtig freibrennt und wie man ihn vor allem wieder versiegelt, das zeigen wir euch in der heutigen Folge. Im Übrigen kann man diese Technik auch zum erstmaligen Einbrennen verwenden. Sehr gut ergänzt, Johannes. Viel Spaß. Hier steht also unser Dutch Oven und bevor ich jetzt weitere Details erwähne, sage ich erstmal ganz kurz, was kann so ein Teil eigentlich. Das ist also ein Gusseisentopf, der hier auf Füßen steht. Der Deckel hat auch Füße. Und da drin kann man hervorragend Schmorgerichte zubereiten, also Gulasch, Rinderbäckchen, Kalbsbäckchen, Schweinebäckchen. All so eine Geschichte. Alles, was geschmort werden muss, ist das Ding prädestiniert für. Wunderbar kann man darin auch backen. Wir haben auch, meine ich, schon mal gebacken, so ein Zwiebelbrot. Das sah aus wie sonst was, aber es hat funktioniert und geschmeckt hat es auch. Kommen wir jetzt aber mal zum Wesentlichen dieses Videos. Den Topf haben wir nämlich mal ausgeliehen, diesen Dutch Oven. Und er ist wiedergekommen und völlig verrostet. Das heißt, wir müssen den jetzt erstmal neu einbrennen, damit wir wieder was drin zubereiten können. Das werden wir auf dem Gasgrill machen und wie das Ganze funktioniert, seht ihr im nächsten Schritt. Ich zeige euch noch einmal kurz hier oben. Ich hoffe, man sieht, das ist überall Rost hier an der Seite. Ich kann den auch noch mal drehen. Ist überall so Flugrost und außen dran schon ein bisschen Rost. Der muss erstmal wieder runter. Also, wir fangen mal an. Unseren Rogue 3 haben wir vorgeheizt. Der Deckel war gerade schon auf, deswegen ist er gerade so bei 240 Grad. Tendenz steigend, er läuft also auf Maximum 370 Grad und ein Wunder, innen drin liegt schon unser Dopf. Ein Teil habe ich auch schon gefettet, ich werde jetzt aber, ich habe ihn eben gedreht, auch nochmal von hier fetten. Das heißt im Prinzip der ganze Dopf, der Deckel und auch der Topf an sich, überall wo Oberfläche ist, soll Fett ran. Also einfach überall einsprühen. Ihr könnt das natürlich auch machen, bevor ihr ihn auf den Grill stellt. Das müsst ihr jetzt nicht auf den Grill machen, dass euch hier die Flammen hochschlagen oder sowas. Wir wollten es euch aber vernünftig zeigen. Und jetzt heißt es erstmal Deckel schließen. Das Fett soll richtig schön qualmen und dampfen. Danach wird er abgeschrubbt, das seht ihr dann aber wieder. Ja, und den Rest seht ihr dann auch. Ich schließe jetzt erstmal den Deckel. Wir warten jetzt ab. Und ja, Julian hat mich gerade hingewiesen. Es ist im Übrigen reiner Zufall, dass hier ein Grillbuch steht. Ich schwör's. Nach nun mittlerweile 20 Minuten Einbrennen sieht man das hier ganz gut, dass das Öl größtenteils verdampft ist. Und jetzt kann man eigentlich so einen Stahlschwamm nehmen oder es gibt von Petromax, meine ich, so eine, ja, so Ringe aneinander, so ein gröberes Ringgeflecht zum Reinigen, um die Oberfläche richtig aufzuschmürgeln damit. Ich gehe jetzt einfach mal hier, das heißt nein, ich gebe den mal da drauf. Im Übrigen macht das nur mit Handschuhen, ansonsten verbrennt ihr euch derartig die Pfoten. Und jetzt sieht man hier auch schon, wie sich hier wirklich relativ viel Rost auch löst. Oh ja, schön. Wir rauen jetzt praktisch auch die Oberfläche ein bisschen auf. Generell ist ja so ein Gussmaterial recht porös, also eher grobporig. Deswegen dringt auch das Fett dann gut da ein. Wir rauen das jetzt auf, versuchen ein Stück von der Oberfläche runter zu schmürgeln, dass der Rost weg ist und wir es dann quasi neu fetten können. Und das machen wir gerade hier, wo so viel Rost drauf war. Und man sieht das auch, wie viel Zeug hier jetzt drauf rumfliegt. So, jetzt brauche ich Zewa. Zewa, Zewa. Jo. Auch das Zewa nur mit Handschuhen, ansonsten verbrennt ihr euch. Und jetzt guckt euch das mal an, die Sauerei. So, eine halbe Zewa-Rolle später sieht der Deckel dann so aus. Kein Rost mehr dran. Die Oberfläche sieht wieder so aus, wie sie aussehen soll. Wird jetzt gleich noch mal gefettet und das ganze Prozedere, oh, ich lege den mal weg, das ist auch heiß, auch mit den Handschuhen. Das ganze Prozedere werde ich jetzt mit dem Dopf innern und auch außen noch mal wiederholen, schrubben, abwischen und dann fetten wir gemeinsam.
Kleine technische Schwierigkeiten haben dafür gesorgt, dass die letzte Szene leider ohne Ton war. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach einmal so. Ich habe also Deckel von innen, von außen, den Topf von innen, von außen, von unten überall neu geölt, sodass jetzt quasi das Fett in die, ja, in das grobporige Gusseisen eindringen kann und es quasi versiegelt, sodass eben kein Dreck rein kann, kein Wasser, sodass es nicht mehr rostet. Wir lassen das jetzt nochmal 15-20 Minuten einbrennen. Da ist jetzt extrem viel Fett drauf und durchs Einbrennen zieht das ein bisschen ein. Und dann ist der im Prinzip wieder einsatzbereit. Man kann diese Schritte, die wir jetzt eben gemacht haben, auch ein-, zweimal wiederholen zur Sicherheit, wenn der richtig schlimm aussieht. Bei uns ging es noch und ja, das war im Prinzip der ganze Zauber. Aber wir zeigen euch gleich nochmal, wie er dann wirklich fertig eingebrannt aussieht. So, jetzt hat Hannes ein mühevoller Kleinhaber alles gemacht und damit er mein Gesicht nochmal zu sehen bekommt, schalte ich mich noch mal kurz ein. Den Grill kann ich schon mal ausmachen. Also wir haben insgesamt 3 Durchgänge gemacht. Und jetzt nehme ich noch ein bisschen Zewa, noch einmal die Reste, die drin sind, auswischen, auch wieder mit Handschuhen. So. Immer noch ein bisschen was dran. Hier außen noch mal. Und dann sage ich euch noch kurz was zur Lagerung. Das ist heiß. So. Und zwar, wenn er jetzt abgekühlt ist, der Dopf, nimmt man sich ein bisschen Zewa, macht das doppellagig. So. Und legt das quasi hier so über die Ränder rüber und schließt dann den Dopf. Hat Hintergrund, dass noch ganz leicht Lücken entstehen. Am besten so ein bisschen dicker machen, so. Und da immer sozusagen die Luft noch mit reingeht. Und dann kann man den an der Seite stellen. Und dann sollte da in Zukunft auch nichts mehr so schnell rosten. Diesen Vorgang sollte man immer dann wiederholen, wenn man irgendwann mal wirklich viel drin gekocht hat. Wenn man merkt, okay, da setzt er irgendwo Rost an, lieber einmal richtig schön ausbrennen, dass da keine Reste vom Fleisch irgendwo drinnen bleiben und ihr euch da den Magen mit verderbt. Also lieber ab und zu mal ausbrennen, dann passt das. Sieht aber wieder hervorragend aus. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Ich bin zufrieden mit dem Dopf. Sehr schön. Wichtig ist auch, wenn ihr den so lagert und ein Jahr lang nichts mitmacht, wird der wieder Flugrost ansetzen. Das ist ganz normal. Also wenn man den regelmäßig benutzt, umgeht man quasi auch den Faktor Rost ein bisschen. So sieht's aus. Alles klar. Das war's. Wir hoffen, euch damit weitergeholfen zu haben und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's hübsch.